So, herzlich willkommen auf jeden Fall bei diesem Video, egal wo du das Video hier gerade siehst. Ich habe die liebe Daniela hier vor mir sitzen, mit der ich eine ihre Challenge realisiert oder begleitet habe, was das Thema Facebook-Ads und so angeht. Aber ich möchte gar nicht so viel von mir erzählen, sondern ich würde gerne einfach mal direkt dich zum Wort kommen lassen, Daniela. Erzähl doch einfach nur mal ganz kurz, wer du bist und was du so machst. Du kannst auch gerne ein bisschen ausholen, also genau, was so dein Werdegang ist und was du so machst und wem du hilfst. Ja, grüezi miteinander. Ich bin die Daniela Vollenweider aus der Schweiz, aus Basel. Ich bin 48 Jahre jung, bin diplomierte Bewegungspädagogin mit pflegerischer Ausbildung, Personal Trainerin, Dozentin und seit 31 Jahren verdiene ich mein Geld in Turnschuhen. Unterdessen ist es so, dass ich seit 9 Jahren mit Daniela Vollenweider Personal Training, Gesundheitsbeckenboden und Fitnesstraining erfolgreich unterwegs bin. Und zwar ist meine Dienstleistung so, dass ich 1:1 Klienten im Alter von 50 bis 105 daheim, outdoor oder online trainiere. Dann betreue ich Altersheime, wo ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fit mache, sowie auch seniorenspezifische Bewegungslektionen im Altersheim anbiete und auch in großen Firmen betriebliche Gesundheitsförderung für die Mitarbeitenden online oder live vor Ort. Ja, das ist so meine Geschichte. Ja, cool. Er klingt auf jeden Fall sehr, also man merkt, du bist schon ein paar Tage in dem Beruf tätig, den du ausübst. Also du hast da schon einiges hinter dir, hast da schon ein bisschen Expertise angesammelt, sage ich mal. Und ja, bist schon ein bisschen rumgekommen auf jeden Fall. Und auch an der Stelle direkt, sobald eine Dame hier das anschaut, die in der zweiten Lebenshälfte ist, meldet euch gerne bei Daniela. Ich denke, sie macht da wirklich einen super, super Job. Zumindest ist das, was ich mitbekomme, was ihre Klientinnen und Kunden über sie sagen. Deswegen gebe ich das mal an der Stelle hier weiter. Du hast ja gesagt, du arbeitest sehr, sehr viel im Altenheim, sehr, sehr viel 1:1. Aber wir haben uns ja getroffen oder kennengelernt aufgrund dessen, dass du jetzt langsam in die Online-Welt einsteigen willst, aufgrund der aktuellen Situation, weil du sagst, hey, ich möchte mir noch ein zweites Standbein aufbauen. Genau, und da haben wir ja konkret über die Challenge gesprochen und wie wir das gemeinsam machen können. Was war denn die Herausforderung vor der Zusammenarbeit von uns beiden? Und ja, wie kam so der Kontakt zu uns beiden zustande? So. Genau, also ich möchte mir noch ein weiteres Standbein aufbauen im Online-Business. Und zwar durch die Corona-Krise möchte ich einfach weitere Unabhängigkeit, weder vom Staat noch von den Auftraggebern und wirklich genau so, wie ich möchte, mein Business aufziehen. Ja. Und dann online, weil ich ja eben seit 16 immer für eine Stunde lang dort oder dort oder dort Trainings gebe und ich möchte einfach ein bisschen mehr daheim mein Business vollführen. Und das ist ja auch jetzt mit der ganzen Digitalisierung dank Corona in Anführungs- und Schlusszeichen immer wie mehr verbreitet, Online-Trainings anzubieten. Und auf diesen Zug bin ich aufgesprungen. Ich habe auch gemerkt, dass ich auf Facebook sehr viel erreichen kann mit, wie soll ich sagen, mit dem regelmäßigen Posten. Und habe mich dann entschieden, weil ich schon seit über 24 Jahren Beckenbodenkurse gebe und auch vielen Damen damit erfolgreich geholfen haben, ihre Beckenbodenschwäche durch das regelmäßige Training wieder in den Griff zu bekommen. Und so habe ich gedacht, ja, ich möchte gern ein Online-Business fürs Beckenbodentraining für Damen in der zweiten Lebenshälfte auf die Beine stellen, Frauen, die ihren Beckenboden wieder in den Griff bekommen möchten. Und so habe ich mich mit einem Coach in einem Online-Kurs etwa über ein Jahr damit befasst, wie man denn einen Online-Kurs erstellt, launcht und verkauft. Das war eine große Arbeit. Und ich habe dann organisch 3-mal in der Woche auf Facebook und LinkedIn gepostet und habe mir so innerhalb 3 Monaten 80 Damen zusammengesammelt. Habe die 5 Tage durchgezogen. Aber der Frust war riesig, weil ich leider, leider keinen einzigen Online-Kurs, an dem ich so lange und mit viel Herzblut gearbeitet habe, nichts verkauft habe. Und dann habe ich mir gedacht,
ich suche mir jetzt einen Spezialisten, der mich unterstützt, dass das ganze Projekt noch erfolgreich wird mit den Facebook-Ads, weil ich liebe Facebook und ich kann mir gut vorstellen, dass sich da was Erfolgreiches mit den Ads draus gibt. Und das war wirklich eine gute Idee. Ich habe dann mit dem anderen Coach, mit Andrea Balschuh, der Kameracoach, sie hat mir Taylan empfohlen. Das war eine klasse Weiterempfehlung. Ich bin ihr sehr dankbar. Wir haben zusammen den ersten Call gemacht. Er hat mich sofort überzeugt und hat die Sache ganzheitlich angesehen. Also das war wirklich für mich der Game Changer. Da ist einer da, der sich Zeit nimmt für mich und nicht nur die Ad schaltet, sondern sagt auch, du, deine Landingpage, die könnte nicht so richtig konvertieren, so wie die jetzt aufgestellt ist. Du musst auf das und das achten. Und er hat auch die Landingpage ganz schön für mich gemacht. Und dann war das so, dass wir innerhalb 2 Wochen die Facebook-Ads zusammengeschalten haben, also zusammen er. Taylan hat das gemacht. Nein, wir haben es schon zusammen gemacht, auf jeden Fall. Also. Ich habe die Creatives mit den Fotos und den Texten und auch mal mit Video zusammen. Ja, das haben wir einfach wirklich zusammen besprochen. Ich fühlte mich sehr gut unterstützt und an die Hand genommen. Und ich war auch furchtbar aufgeregt die 2 Wochen, weil das für mich Neuland war mit dem Double Opt-in, mit den Damen, die da über diese Ads auf mich zukommen. Und das waren die richtige targetierte Damen. Es hat also wunderbar geklappt und ich habe über 700 Anmeldungen für die Beckenboden-Challenge erhalten, sprich an Mailadressen und schlussendlich habe ich 31 Online-Kurse verkaufen können. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, also das war schon eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. So, ich will mich jetzt nicht alle Lorbeeren auf meine Schultern hier verteilen, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch so, ich sage es auch immer wieder, ich meine, wenn ein gewisses Fundament nicht da ist, dann kann ich auch nicht helfen. Also ein gewisses Fundament und eine gewisse Expertise muss natürlich da sein, weil Vermarktung ist ja nichts anderes als das, was da ist, schon sich nur sichtbarer machen. Und dementsprechend hast du die Expertise, das Fundament und das Produkt hat alles gepasst. Dann kam ich halt dazu und habe es sichtbarer gemacht. Und dann kam halt Gott sei Dank genau das raus, was du gerade gesagt hast auf jeden Fall. Wie würdest du denn, wenn wir jetzt nochmal in die Ausgangssituation, wie hast du dich denn in der Ausgangssituation gefühlt, bevor wir zusammengearbeitet haben? Weil da hast du ja schon gesagt, hey, ich habe jetzt wirklich sehr viel Geld in die Hand genommen, das Ganze investiert, es hat nicht so geklappt. So, was war das denn für ein Gefühl? Was hattest du denn für so ein Gefühl, wenn du es vielleicht ein bisschen mehr ausmalen könntest? Zurückblickend war das für mich sehr eine anstrengende Zeit, so ein Online-Business auf die Beine zu stellen, weil ich das ja neben meiner Arbeit am Abend und am Wochenende mache. Und durch das ich auch sehr viel Geld investiert habe, ohne deine Hilfe vorher, über 13.000 Schweizer Franken für alles insgesamt, war für mich der Frust natürlich extrem groß, dass mein tolles Produkt, meine Essenz, aus 24 Jahren Leiten von Beckenbodenkurse einfach nicht gekauft wurde. Und ich habe mir dann aber auch überlegt, ich habe jetzt meine Community auf Facebook und LinkedIn 3 Monate immer mit dem Beckenbodentraining versorgt, alle Informationen gegeben und immer meine Challenge angepriesen. Und so kann es ja nicht weitergehen. Da vergraule ich ja meine Community, meine Freunde auf der längerfristig. Und so habe ich mir gedacht, da muss neues Futter rein, also neue Damen, die mich noch gar nicht kennen und die ich auch nicht kenne. Und da sind Facebook-Ads natürlich der beste Weg, die Damen auch zu finden, wenn das richtig targetiert worden ist. Und das hat Taylan natürlich sensationell, hast du das gemacht. Okay, top. Auf jeden Fall, weil der Grund, warum ich die Frage gestellt habe, ist, weil es geht ja vielen dort draußen, also viele haben wirklich eine gute Expertise, ein wirkliches Fundament, haben auch eine definierte Zielgruppe, so wie du. Es gibt ja Beckenbodentraining für viele Zielgruppen, aber du hast dich ja wirklich spezialisiert auf
Damen in der zweiten Lebenshälfte, 45 plus. Und da gibt es einfach nicht so viele Angebote wie jetzt, sage ich mal, Beckenbodentraining für Frauen nach der Schwangerschaft oder so. Und viele haben das Problem, dass sie ja eine Wahnsinnsexpertise haben, schon ein gutes Produkt haben, aber es einfach nicht richtig vermarktet bekommen. Und deswegen wollte ich gerade nochmal darauf eingehen, dass es normal ist, dass es okay ist, dass man gefrustet ist, aber auch so wie du weiterhin nach Lösungen sucht und nicht aufgibt. Du bist ja auch so ein Steh-auf-Fräulein. Du sagst auch, nee, ich mach das, ich will das, ich weiß, dass das funktionieren wird und ich will da auf jeden Fall weiterhin Gas geben. Und das wollte ich einfach nur mal hervorheben, so dass jeder, der das hier schaut, du bist nicht alleine. Die Probleme und diese Herausforderungen hat jeder, aber es gibt definitiv immer eine Lösung, wenn du ein gewisses Fundament hast, wenn du eine definierte Zielgruppe hast, wenn du ein sehr, sehr gutes Angebot hast und wenn du den Willen hast, da weiter dran zu arbeiten, weil nichts funktioniert auf den ersten Schritt, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt nochmal auf die Erfolge eingehen, du hast ja gesagt, am Anfang organisch hast du 80 Damen über 3 Monate generiert, das ist ja auch gut, also organisch sollte man immer machen. Dagegen sage ich auch nichts, obwohl ich jetzt bezahlte Werbeanzeigen mein Steckenpferd ist, sage ich mal. Aber das eine und das andere, das verbessert sich ja. Du hast ja auch während unseres Launches, hast du ja immerhin weiter gepostet. Und das unterstützt auch den Launch, wenn man bezahlte Werbeanzeigen nutzt. Natürlich erreichst du halt nicht so viele Menschen. Und mit den Ads haben wir, darf ich die Zahl sagen, wie viel wir investiert haben, wie viele reingekommen sind, wie viele Damen? Okay, sehr gut. Nur damit wir es abgeklärt haben. Das war ein, ich sag mal, relativ kleiner Launch jetzt. Die Launches, die ich betreue, sind immer so zwischen 3, 6, 7, 10.000 Euro Budget aufwärts. Bei Daniela. Kommt noch, Taylor. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Auf jeden Fall. Aber es kommt auch immer auf die Zielgruppe an. Also bei Daniela, wir haben glaube ich, 1.400 Euro in Ads investiert, in bezahlte Werbeanzeigen. Und haben für im Schnitt 1,80 Euro für einen Live-Workshop. Also Daniela hat den Workshop wirklich 5 Tage live gehalten. Das war jetzt keine Aufzeichnung oder sowas, sondern die Qualität war wirklich hoch. Haben wir pro Anmeldung knapp 1,80 Euro gezahlt. Und das ist wirklich schon überragend. Und am Ende kamen dann 31 Verkäufe raus und ein Umsatz von, sag du's, ich weiß es nicht mehr ganz genau, was da rauskam. Es waren über 7.000 Euro. Du musst wissen, ich habe ja 3 Angebote gehabt, Basic, Premium und Deluxe, genau. Genau, ja. Und dann haben halt einige das Deluxe, einige das Basic und einige das Premium gebucht. Aber am Ende unterm Strich 1.400 investiert und 7.000 Euro Umsatz gemacht. Das war schon ein sehr, sehr guter Launch, würde ich mal an der Stelle sagen. Wenn du jetzt nochmal die Zusammenarbeit Revue passieren lässt, wie würdest du denn diese Zusammenarbeit beschreiben und wie würdest du dein Gefühl beschreiben während dieser Zusammenarbeit? Also das mit den Facebook-Ads, das war echt der Game-Changer, aber für mich warst auch du der Game-Changer. Da du mir auch manchmal liebevoll den Kopf gewaschen hast. Aber unabhängig von dem fühlte ich mich ständig gut unterstützt von dir. Und da bin ich dir sehr dankbar, weil ich bin ja doch noch relativ neu in der Online-Welt und das mit den Facebook-Ads ist auch absolut neu. Obwohl ich schon seit 10 Jahren auf Facebook unterwegs bin und auch regelmäßig 3-mal in der Woche poste mit Daniela Vollenweider Personal Training. Aber ich fühlte mich einfach nicht alleine, gut aufgehoben, unterstützt. Ich bin auch eine Person, die will das ganz genau immer wissen. Und ich habe auch sehr viel nachgefragt, habe Taylor gelöchert. Und was ich wirklich geschätzt habe, ist, dass du, Taylor, immer da warst. Also du hast so schnell reagiert und ich persönlich bin auch sehr zuverlässig und gebe mein Bestes für meine Klienten. Und von dem her war für mich die Zusammenarbeit so angenehm, weil du so situationselastisch bist. Das heißt, wenn ich dich brauche, warst du da so schnell wie möglich. Und das ist für mich sehr beruhigend gewesen. Ich weiß noch, wo das losging mit den Facebook-Ads. Ich war so, weiß ich auch. Oh mein Gott, wie klappt das nur? Und auch, dass da das Double Opt-in je nachdem nicht immer gerade lief.
Du hast mich so beruhigt und auch mit deinen Erklärvideos, das war wirklich klasse. Und ich freue mich so sehr auf weitere Zusammenarbeit mit dir, weil das ist echt unterstützend, ein Launch mit Facebook Ads professionell zu begleiten. Also ich kann Taylor, ich kann dich wirklich von Herzen weiterempfehlen, auch deine Art. Du interessierst dich für das Thema, für den Mensch. Du gibst dein Bestes, du bist einfach ein Herzmensch. Man merkt, du liebst dein Business. Also da sind wir ziemlich ähnlich. Und das war sehr wahrscheinlich auch der erfolgreiche Punkt in unserer Zusammenarbeit neben den Facebook-Ads. Mhm, auf jeden Fall. Wo du jetzt, also erstmal danke dafür, wo du jetzt gerade noch die Situation angesprochen hast, als die Ads live gegangen sind. Einfach nur, um ein bisschen die Leute mitzunehmen. So, die Ads sind live gegangen und dann haben sich, also sie liefen von Anfang an sehr gut. Das war wirklich ein Launch wie aus dem Bilderbuch. Und Daniela hat direkt gefragt, hey, dann es melden sich so viele an, aber viele machen den Double Opt-in nicht. Und ich schau mal, Daniela, das ist normal. So ist es halt nun mal. Wir versuchen das Beste, aber so ist es halt nun mal. Und als dann noch, ich glaube, keine Ahnung, nach 6 oder 7 Tagen aus irgendeinem Grund einfach das Facebook-Werbekonto gesperrt wurde und dann Daniela mir geschrieben hat, Thailand, das Werbekonto ist gesperrt, was passiert hier gerade? Aber dann haben wir es Gott sei Dank relativ schnell wieder hinbekommen, dann ging es wieder und es hat den Launch jetzt nicht beeinträchtigt. Aber das war auf jeden Fall schon, also für mich ist es halt täglich Brot, so, aber ich habe dann gemerkt, okay, für Daniela ist es ein Auf und Ab, aber es hast du trotzdem gut gehandelt, auf jeden Fall. Das habe ich schon vergessen mit dem Gespräch. Ja. Das war ja voll der Horror. Sowas vergisst man schnell, sowas will man gerne verdrängen, auf jeden Fall. Wenn du jetzt gerade darüber sprichst, hey, einen Launch begleiten, professionell mit Facebook Ads, würdest du, jetzt mal die Frage umgekehrt, hättest du selbst Facebook Ads schalten wollen für deinen Launch oder hättest du oder glaubst du, dass du es selbst hinbekommen hättest? Ich bin eine Person, die in ihrem Leben gern Fachmänner hat. Ich habe einen Garagist, ich habe einen Steuerberater, ich habe einen Coiffeur. Ich mache die Sachen nicht alleine. Ja. Und ich habe jetzt auch darum so viel Geld in dem ersten Launch und zweiten Launch rein investiert, weil ich einfach von Anfang an professionelle Leute dabei haben möchte, weil ich möchte wirklich nur meine Expertise geben, weil ich so busy bin mit meinem Business sonst rum. Und wenn ich mir selber noch aneignen muss, wie man Facebook-Ads schaltet, das ist ja auch wieder eine Welt für sich. Für mich war das Online-Business schon Chinesisch lernen. Ich habe so viel in diesen Jahren gelernt. Ja. Und ich persönlich möchte das einem Experten geben, einem erfolgreichen Taylan, so wie du einer bist. Ich hatte wirklich Glück mit dir, dank Andrea, hätte ich auch anders rauskommen können. Aber es soll jeder selber entscheiden. Aber ich denke, ein professioneller Facebook-Ad-Schalter ist der Game-Changer, dass es von Anfang an auch läuft. Mhm, auf jeden Fall. Ist halt Typsache. Für mich war es so stimmig. Es ist auf jeden Fall Typ. Es ist Typsache, es ist auch eine Budgetfrage. Und es ist auch eine, manchmal habe ich auch das Gefühl, es ist auch eine Ernsthaftigkeitsfrage, so weil es kommt immer drauf an, wenn du jemand bist, der das gerne lernen wollen würde, ja, dann kannst du es selbst lernen, selbst investieren, selbst darin besser werden, ist ja cool, passt ja für die Personen, die das so machen wollen, nur ich merke auch, du bist ja nicht die einzige Expertin, mit der ich zusammenarbeite, sondern da sind andere Kunden mit dabei und umso höher es geht, umso höher die Umsätze gehen. Also ich habe Kunden, die 300.000 Euro im Jahr machen, ich habe Kunden, die 1 Million Euro im Jahr machen, Umsatz. Da ist, so wie du sagst, für jeden Bereich ist ein Experte im Team. Da ist jemand dabei, der kümmert sich nur um das Content-Marketing, jemand dabei, der es nur um Performance-Marketing macht. Und die Kunden kümmern sich halt nur um ihre Expertise, ihre Kunden zum Erfolg zu führen und zu coachen, ganz einfach. Und das ist definitiv ein Trend, der sich abzeichnet. Dennoch... Taylor. Ja. Entschuldigung. Nee, alles gut. Ich habe auch eine Dame für Clicktip. Ich habe eine virtuelle Assistentin und ich möchte einfach meine Expertise rausbringen, weil es
so Zettel zu viel, wenn man noch sich um andere Sachen kümmern möchte, weil ich möchte längerfristig was Gutes aufbauen. Es muss Qualität haben von Anfang an. Von dem her, deine Expertise, meine Expertise, den anderen Damen, ihre Expertise, das gibt zusammen was Gutes und nicht irgendwie ein bisschen Larifari, wo man dann abbricht, wenn es längerfristig nicht läuft. Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Ja. Nee, alles gut, gar kein Stress. Ich wollte nur dazu erwähnen, es heißt jetzt nicht, dass jeder draußen die Ads, die er nicht selber machen will, jemand anderem geben soll, blind links, ohne zu wissen, wer das ist. Weil es gibt auch viele Menschen da draußen, leider Gottes, also viele, viele Anbieter, viele Agenturen, die es leider nicht so gut hinkriegen und trotzdem die Kunden betreuen. Da sage ich lieber, okay, entweder du hörst auf eine Empfehlung von einem geschätzten Kollegen, der weiß, mit diesem Dienstleister lief es schon gut, so wie bei uns und Andrea. Auch vielen Dank dafür, dass Andrea uns zusammengebracht hat. Andrea, eine Hammer-Person, Videocoach Nummer 1 in Deutschland, meiner Meinung nach. Oder du kennst dich selbst mit Facebook aus, einigermaßen mit den Ads, und kannst beurteilen, wie diese Person ihre Arbeit macht. Also eins von den beiden, aber irgendwo sollte eine Sicherheit da sein, weil es gibt viele Menschen da draußen, die sich als Facebook-Ads-Experten oder als Ads-Experten ausgeben, und dann schaust du hinten in die Motorhaube und du merkst, da ist nicht viel Know-how dabei und die haben auch selbst nicht so viel Budget investiert oder haben es halt selbst nicht geschafft, viele Kunden zum Erfolg zu führen. Deswegen nicht blind links jedem vertrauen, der sagt, er ist Ads-Experte. Da gibt es genug da draußen, die es sagen, aber es nicht sind. Das wollte ich nur nochmal einwerfen, weil es auch sehr wichtig ist. Zu dir gehen. Können Sie gerne machen, können Sie sich bei mir melden und dann quatschen wir mal, ob es Sinn macht oder nicht. Genau, also das war es eigentlich schon. Mit den Fragen, sage ich mal. Mein Gast hat immer das letzte Wort, Daniela. Du kannst gerne dieses Interview beenden. Ich habe gern das letzte Wort. Herzlichen Dank, Thailand, für die klasse, tolle Zusammenarbeit. Es war sehr angenehm, gewinnbringend und unvergesslich. Und ich freue mich auch sehr, dass es weitergeht. Die nächste Challenge steht schon an im Mai, die übernächste im September. Und das wird öfters gelauncht. Jetzt das tolle Produkt von mir. Und auch für dich, Taylan, alles Liebe und Gute. Sportliche Grüße aus der Schweiz. Bleibt gesund. Ciao zusammen. Und nochmal merci sehr, Taylan. Bis dann. Ciao.